Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. So, erst einmal den Heiltrank ablegen. Denn den brauchen wir nicht. Ja, du hast die bessere Axt gerade. Du hast ein zertrümmertes Eisenschwert, das brauchen wir auch nicht hier, so. Hier sollten wir mal deine Standardsachen, vielleicht dein Kleid auf jeden Fall verbessern. Vielleicht bringt das ja was. Weil das hat nur Abwehr plus 3. Das hier hätte halt Abwehr. Ja, gucken wir einfach mal, was es bringt, wenn wir das aufrüsten. Später mal. So, gucken wir mal kurz in unsere Questlog. Zwillingsfluss zurückkehren, das ist klar. Trapperkreuzung haben wir nicht hingekriegt. Ja, die vergrabene Leiche finden. Dafür müssen wir eh nach Zwillingsfluss. Also. Zwillingsfluss ist hier drüben. Bin mal gespannt, was für Gebiete wir noch entdecken, weil es gibt auf jeden Fall noch diese beiden Regionen hier. Und ich glaube, dann haben wir schon eigentlich alle Regionen abgedeckt. Höchstens in den Bastardstufen kommen noch so neue Sachen dazu. Bei den Hafen sind wir eigentlich auch schon recht fertig. So, wir sind bei am Zwillingsfluss jetzt wieder angekommen. Ja, heißt ja Zwillingsfluss. Da müssten wir über den Fluss springen. Da können wir in die Altmauern hinein. Der Fluss fließt von Letians Kreuzung bis zu diesem Punkt und teilt sich hier in den Zwillingsfluss auf. Ah ja. Also einmal mit Athletik hier rüber. Metallflocken liegen um das Lagerfeuer herum, das kennen wir ja bereits. Ja, die Mauern ragen hier hoch. Ist er hier oben abgehauen? Nein, er ist noch hier. Will do. Sandro. Hast du mein Problem gelöst? Bin ich jetzt in Sicherheit? Deja ist tot. Du kannst wieder nach Lithions Kreuzung zurückkehren, wenn du willst. Oh, danke. Das sind wunderbare Nachrichten. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst getan hätte. Gut. Das Zelt wurde eingefärbt, um mit der Umgebung zu verschmelzen. Es scheint noch bewohnt zu sein. Ein Bündel frisches Holz liegt herum und du entdeckst ein paar Happen getrocknetes Hasenfleisch in einem Lederbeutel. Gut, dann bleibt nur noch die Seite hier. Gucken wir mal kurz. Gino besteht darauf, dass er kein Dieb ist. Leichen begruben in der Nähe vom Zwillingsfluss. Nur wo haben sie die begraben? Sorry, can't.
Ich kann hier leider schlecht was untersuchen, von wo ich nicht weiß, ob es, wo es versteckt ist. Und ich sehe hier auch leider nichts zum Anklicken, außer das Versteck hier, aber da ist nichts mehr. In der lockeren Erde. Und ja, das hier oben, was wir noch plündern können, können wir nicht plündern, weil wir es bereit, weil da nur Rastvorräte drin sind, die wir gerade nicht brauchen. Ja, ich bin hier ja bei Zwillingsfluss, aber ich wüsste nicht, was ich hier untersuchen könnte. Ja, das sind die Rastvorräte. Can't do that. Ich wüsste jetzt gerade echt nicht, wo ich nach... Ach, da unten. Da ganz im Gebüsch, im Dickicht versteckt. Ja, zu deinen Füßen befindet sich ein freier Fleck Erde eingebettet zwischen Grasbüscheln. Die Erde scheint weich zu sein und zinkt gleich ein, als du darauf trittst. Offensichtlich ist das die Stelle, von der Gino gesprochen hat. Dann graben wir mal. Unter dem Dreck findest du eine Ansammlung von Knochen, die alle in schäbige karminrote Lumpen gewickelt sind. Unter den Knochen liegt auch ein glänzendes Medaillon, welches das Abzeichen der Blutkantoren trägt. Die Einkerbungen auf den Knochen lassen darauf schließen, dass diese Blutkantoren vor den Eisenwaffen der Geschmähten getötet wurden. Knochen sind brüchig, riechen nach altem Blut und Eisenschnitten. Heißt, Menschen haben schon immer Menschen gejagt, ja. Es scheint, als herrschte da schon länger als angenommen eine Rivalität zwischen dem scharlachroten Chor und den Geschmähten. Ja, schon immer eine Rivalität. Ja, Verhandlung der Archonten. Geschmähten Soldaten ermordeten Blutkantoren vor dem Krieg. Sprich mit Ventara über die Leichen im Zwillingsfluss. Ja, das müssen wir. Du hast herausgefunden, dass die Geschmähten Kampfgruppe einige Blutkantoren des Chors begraben hat, die Jahre vor Kriegsanbruch zwischen den beiden Armeen niedergemetzelt worden waren. Nun scheint es so, als wollte Ash den Vorfall durch die Ermordung des einzigen Augenzeugens vertuschen. Da du im Besitz dieser Informationen bist, solltest du in Nithians Kreuzung mit Ventara sprechen, um Ginos Namen reinzuwaschen. Also damit hat sich Ash jetzt nicht gerade einen guten Stein bei mir eingeheimst. Ich habe nämlich großen Respekt eigentlich vor Graven Ash als Heerführer und Anführer seiner Geschmähten, aber das ist dann doch etwas zu viel. Gut, mehr als hier reingehen können wir nicht gerade. Das heißt, wir müssen hier drin den Geisterbannhelm finden und dann den Havoc hier drin besiegen. Hi, Jungs. Plünderer, Plünderer, ein paar von den Bronzenen. Wollt ihr wirklich dieses euch mit uns anlegen? So. Ah, Beric hat das nicht getroffen. Der Bruderschaftssoldat blickt dich mit augenblicklichem Misstrauen an. Er hebt die Hand, um dich aufzuhalten. Wie im Namen aller gefallenen Brüder bist du hier hereingelangt. Moment mal, du bist der Schicksalsbinder, nicht wahr? Ich habe von dir gehört.
Du bist derjenige, der das Edikt der Stürme bei der Wachplatzfestung gebrochen hat. Zumindest erzählen sich das die Leute. Beeindruckend, aber wenn du nicht etwas Zeit in den Albtraum verbracht hast, hast du noch nicht gelebt. Also, wie bist du hier überhaupt hereingekommen? Es gibt noch andere Wege an den Turm vorbei und ich kenne sie alle. Ferris nickt anerkennt. Das ist recht beeindruckend, aber diese Kniffe werden dir hier nicht helfen. Sag mir, was du willst oder verschwinde. Was ist hier geschehen? Nachdem wir ankamen, ist Rittermann gleich wieder aufgebrochen. Er sagte, er hätte etwas zu tun. Wir haben dieses schreckliche Geräusch gehört und plötzlich wurden wir von Plagen überrannt. Sie sahen aus, als würden sie vor etwas fliehen. Es war verrückt. Ich habe sie noch nie so gesehen. Einige haben uns angegriffen, aber die meisten sind einfach geradewegs zum Tor hinaus. Dann ist Rettermann wieder aufgetaucht und die restlichen Plagen sind einfach verschwunden. Rettermann hat gelacht, als wäre es ein Spiel. Das wird ihnen eine Lehre sein, das war nur ein Vorgeschmack, hat er gesagt. Dann hat er die Tore versiegelt und mir gesagt, niemanden durchzulassen. Was macht die Bruderschaft in den Altmauern? Ferris bringt dich an, als wärst du wahnsinnig. Ich weiß zwar nicht, was dich das angeht, aber wenn du schon einmal hier bist, schade ist es wohl nicht, dir zu sagen. Er zuckt mit den Schultern. Seit Rettermann eine Nacht in den Altmauern verbracht hat, um zu beweisen, dass er ein würdiger Erstbote ist, war er immer häufiger und länger dort. Er sagte, er habe eine Karte gezeichnet, um sich in den Mauern bewegen zu können, ohne die Geister anzulocken. Und wir hätten nie ein Problem, solange wir in diesem Raum geblieben sind. Wir hatten nie ein Problem. Wir können uns verstecken. Und niemand weiß, dass wir hier sind. Außer dir habe ich hier auch nie jemanden gesehen, der nicht zur Bruderschaft gehört. Er sagt, ich soll hier bleiben und hat mir etwas gegeben, was er einen Fackelschlüssel nennt. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder wozu es gut ist und Rettermann hat es mir nicht gesagt. Er behält seine Geheimnisse für sich. Ich brauche deine Hilfe dabei, die eisengebundene Meisterin Cydena zu finden. Ferris lächelt. Du bist lustig, Schicksalsbänder. Rettermann hat mir gesagt, dass man dir nicht trauen kann und dich um keinen Preis passieren lassen darf. Wenn du also nicht plötzlich die Seine gewechselt hast und vorhast, Rettermann die Treue zu schwören, dann kommst du nicht an mir vorbei. Ich schwöre nur eins, Rettermann und du, ihr werdet beide sterben, bevor ich mich vor euch verneige. Ich schwöre Rettermann die Lehnstreue. Mein einziger Wunsch ist, ihm beim Erreichen seiner Ziele zu helfen. Lass uns über was anderes sprechen. Ja, ich werde jetzt hier nicht lügen, sondern angreifen. Du mutterloser Hurensohn, du wirst dafür bezahlen. Na, Jungs? Wollt ihr ein Stück von mir abhaben? Jo, hauen wir mal ordentlich auf die Mütze. I must. Powerful kills in shadow. That attack didn't work. So, du ziehst dich mal zurück. Felt nothing. Au, oh, der ist ja mal richtig garstig. Quest aktualisiert, der Bronze-Typ. Aber erstmal tötet im Schatten upgraden. Die braucht hauptsächlich Einhandwaffen, also kriegt sie mehr Genauigkeit. Da steigert sich auch ihre Rüstungsabwehr. Ein Punkt in Titanin. Er hatte bei Absetzangriffen einen Bonus auf Genauigkeit und Schaden. Klingt nicht schlecht. Zertrampeln. Erhöht die Angriffsreichweite und den Splitterschaden der Fähigkeit Zertrampeln von Töte dem Schatten. Nicht so wirklich. Haltung Berserkerzorn. Er leistet mehr Schaden, erhält aber einen großen Bonus auf Ausdauer und Nahkampfschaden. Klingt besser. Ein Waffenangriff, der dreimal trifft, wobei sich der Schaden mit jedem Treffer erhöht. Der zweite Treffer lässt den Feind bluten zurück, der dritte betäubt ihn. Das ist nicht schlecht. Und dann halt noch die beiden Adaptionen. Nehmen wir erstmal das hier.